Alfons Mensdorf-Pouilly kennt den Weg zu Gericht. Es ist nicht das erste Mal, dass er ihn macht. Aktuell geht es um den Vorwurf der Geldwäscherei in der Eurofighter-Affäre, die vor 20 Jahren ihren Anfang nahm. Aber auch wegen Bestechung, Falschaussagen und Beweismittelfälschung war in der Vergangenheit bereits angeklagt. Fast immer kam er ungeschoren davon. Ein Richter formulierte es einmal so: Die Sache stinkt, aber sie stinkt nicht genug. Wie macht das der talentierte Herr Mensdorf-Pouilly nur? Ja, wir sagen Herr Graf und Frau Gräfin. Bauer, Jäger und Rüstungslobbyist. Kommt eigentlich nicht schlecht zu über ihm, ne? Er ist ein erfolgreicher Lobbyist. Er ist der Prototyp der österreichischen Unschuldsvermutung. Der Ali ist ein Arbeitstier. Er ist sehr charmant und im Prinzip ist er ein ziemlich guter Mensch. Ich nehme an, auch er hat irgendeine moralische Grenze. Nur wo die ist, weiß ich nicht. Sie ist jedenfalls ganz, ganz weit weg von meiner. Ich glaube, wir könnten jederzeit zu ihm kommen. Und also, wenn wir was brauchen, hätte er dann schon helfen oder was. Ich bin ein Bauer und ich bin Berater. Ein Berater, bei dem vielleicht nicht immer alles ganz normal ablief bei seinen Geschäften, wie manche sagen. Denn es gibt den einen oder anderen Polizskandal, in dem sein Name auftaucht. Nach all den Sachen gehe ich nicht davon aus, dass da irgendwas Verbotenes dabei war. Ja? Nur die Hiesigen, die tun das, wenn sie dann auf so einen kleinen Mensdorf herumhacken. Geld, Briefkasten, Nylonsackerl, Schwarzgeld, Geldwäsche, tralala, tralala. Und die Leute draußen, die neidig rumlaufen, sagen, oh, die Saudi, der Mensdorf. Er polarisiert, der Graf Alfons, Eduard, Alexander, Antonius, Maria, Andreas, Hubertus, Christoph, Mensdorf-Pouilly. Das ist so, wie man zueinander sagt, Herr Direktor oder Herr Pfarrer, sagt man einfach Herr Graf. Und mit den einen, die sagen Ali zu mir und die anderen sagen du, Herr Graf, zu mir. Das ist so. Außer einer beachtlichen Anzahl an Vornamen konnten ihm seine Eltern zusätzlich noch blaues Blut und einen weitläufigen Stammbaum vererben. Sonst nicht viel. Als Kind kannten wir nur Verzicht eigentlich, weil die beiden Familien, also meiner Eltern, alles verloren haben durch die Kommunisten. In Tschechien alles, in Ungarn alles und in Österreich sind uns damals 193 Hektar übrig geblieben, von denen wir eigentlich gelebt haben. Und ich kann mich erinnern, wir waren also im Internat alle und unsere Kollegen haben jede Woche so eine große Aluschachtel mit Mannerschnitten und ich weiß nicht was bekommen. Und wir haben von unserer Mutter immer mitbekommen, eine Teebutter. Das war alles, was wir bekommen haben. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Butterbrot in der Küche gehabt und bin zum Kasten gegangen, wollte mir dort einen Käse herausnehmen. Und sie hat das gesehen, aber eine wahnsinnige Watschen gekriegt. Entweder Butter oder Käse, aber nicht beides. Die Familie von Mutter Ilona, ein altes Magnatengeschlecht, ist in Ungarn tief verwurzelt. Väterlicherseits ist die Gemengelage der Herkunft komplizierter. Die sind eine gute Mischung der alten Monarchie. Die Mensdorf selber kommen aus Lothringen. Und der Name kommt von der einzig deutschsprachigen Ortschaft, die es in den Besitz der Pouillys gegeben hat. Weil in der Französischen Revolution haben zwei Söhne Pouilly gegen die Republikaner kämpfen wollen. Und der alte Vater hat gesagt, ihr könnt in den Krieg ziehen, aber nur, wenn ihr keinen französischen Namen habt. Weil ich lasse euch nicht mit einem französischen Namen gegen Franzosen kämpfen.
Und da haben sie beide den Namen Mensdorf angenommen. Als Westungarn 1922 an Österreich fällt und zum Burgenland wird, verzichtete man darauf, die Adelsaufhebung zum Verfassungsgesetz zu machen. Ein Graf blieb ein Graf. Bis 2008. Dann wurde die Gesetzeslücke geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ex-Graf aber schon längst ein gemachter Mann. Bereits seine Eltern finden kreative Wege aus der Armut. Um etwas Geld in die Haushaltskasse zu spülen, laden Alexander und Ilona Mensdorf-Puy zu Reitcamps und Jagden nach Luising. Sohn Alfons feiert im Burgenland sogar Erfolge als Springreiter. Schneller und fehlerlos ist Alfons Mensdorf mit Furioso. 57 1/10 Sekunden ergeben Platz 3. Hat er schon, glaube ich, ein sehr enges Verhältnis zum Familienerbe, auch wenn das Familienerbe verschuldet war, als er es übernommen hat. Und die Sehnsucht, es zu mehren und vor allem die Sehnsucht, für die Familie wieder eine Heimat zu schaffen, war für ihn, glaube ich, ganz wichtig. Mit 27 Jahren übernimmt Mensdorf-Puy den maroden landwirtschaftlichen Betrieb vom Vater und die Jagd. Ende der 1980er Jahre versucht er aus dem selbstgeschossenen Wildfleisch Dosensuppen und Pasteten herzustellen und zu verkaufen. Mit mäßigem Erfolg. Und auch eine geplante Straußenzucht entwickelt sich nicht zum großen Geschäft. Wenn man nicht vieles probiert, dann kommt man zu gar nichts. Weil, dass das erste gleich funktioniert, ist ein Glück. Aber das Glück habe ich auch nicht gehabt. Und ich habe vieles probiert. Die Jagdgesellschaften der Eltern sollen weitergeführt werden. Doch der junge Ali will es diesmal ganz anders aufziehen. Größer, teurer und bedeutsamer. Das einfache Zollhäuschen, in dem Alfons Mensdorf-Puy aufgewachsen ist, muss in den 1980er Jahren daher einem stattlichen Neubauschlösschen weichen. Manche sagen Schloss, manche sagen IKEA-Haus, habe ich auch schon gelesen in der Zeitung, ein IKEA-Haus. Ja, es ist ein Schlüssel, sagen wir so. Um gut begüterte Jagdgäste hierher zu kriegen, brauche ich auch ein dementsprechendes repräsentatives Haus und habe mich damals entschlossen, dieses Haus zu bauen. Gott sei Dank. Die Jagden im Neubauschlüssel werden zum einträglichen Geschäft. Darüber hinaus bringen sie dem Adelsspross Kontakte. Und auch die Teilnehmer der Jagdgesellschaften wissen, dass hier wichtige Netzwerke gespannt werden, von denen sie profitieren können. Als ein erfolgreicher Lobbyist, der sich speziell in der ÖVP und im Innenministerium sehr gut auskennt, der weiß, dass etliche der Entscheidungsträger dort unglaublich gern jagen gehen. Das heißt, sich gemeinsam auf einem Schloss treffen, um dann gemeinsam möglichst viele Tiere zu erschießen. Das ist in diesen Kreisen eine sehr wichtige, verbindende Angelegenheit. Und der weiß, wie man die Leute zusammenbringt und damit auch gewisse Entscheidungen zusammenbringt. Na, selbstverständlich habe ich Leute zusammengebracht. Ja? Aber nicht mit dem Revolver an der Schläfe. Du musst jetzt kommen, weil du musst den Müller kennenlernen. Ja? Sondern der Müller wollte den Huber kennenlernen und der Huber wollte den Müller kennenlernen. Ja? Das war genauso, wie wenn mich der Tim Leinden gebeten hat, für britische Auspässe einen Kontakt herzustellen. Ja, habe ich gemacht. Stehe ich auch dazu. Was uns vielleicht zum wichtigsten Kriterium in Mensdorfs Karriere bringt. Gute Kontakte. Und die hat er auch durch seine Abstammung. Also Familientraditionen sind ganz, ganz wichtig in der Aristokratie und das ist auch gut so. Und ich bin durch und durch bürgerlich, aber mir ist Familientradition auch wichtig. Schauen Sie, ich habe natürlich sehr viel Glück gehabt, indem ich in eine Familie hineingeboren bin, die in ganz Europa verteilt ist, nicht? Damit beginnt das Ganze schon einmal, dass man das Telefon abheben kann und irgendjemanden auch in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien oder was anrufen kann und sagen kann, du, ich bin in Rom, ich kann mir das Hotel nicht leisten,
kann ich bei dir wohnen, ja? In Mensdorf-Puis Netzwerk geht es aber um mehr als um Übernachtungsmöglichkeiten. Es geht ums ganz große Geschäft. Einer der größten Wendepunkte in meinem wirtschaftlichen Leben war sicherlich, dass mich vor vielen Jahren ein angeheirateter Cousin, der eine Cousine von mir, Esther Hase, geheiratet hat, angesprochen hat, ob ich nicht einem englischen Konzern helfen kann, hier in Österreich Fuß zu fassen. Timothy Landon ist in den 1970er Jahren als Geheimagent im Oman tätig. Durch Waffen- und Erdölgeschäfte wird er zu einem der reichsten Menschen des Vereinigten Königreichs. Die Firma, die nun in Österreich Fuß fassen sollte, ist British Aerospace. Sie wird später im Zentrum rund um die Eurofighter-Deals stehen. Zunächst aber wird Alfons Mensdorf-Puy Anfang der 1980er Jahre zu Timothy Landons Vertrautem und der angeheiratete Cousin wiederum zu dessen Lehrmeister. Ich bin mit ihm einmal geflogen in seinem Flieger. Und wenn ich dann dort gesessen bin mit ihm und plötzlich telefoniert er mit der Margaret Thatcher und gleichzeitig lasst er sich hineinschalten zum Reagan und hat mit beiden dort telefoniert. Nur, das versteht niemand, dass so jemand für mich wichtig war und mit zwei Telefonaten viel mehr erledigen kann, als wenn man bei jemand anderen 3 Jahre lang unterm Teppich herumkriecht. Er hat sicherlich als Lehrling bei dem britischen Rüstungslobbyisten Tim Landon angefangen. Und er hat sich entwickelt. Wo er heute steht, das müssen wahrscheinlich eher die Gerichte beantworten, als wir das in der Politik können. Aber er hat sich entwickelt und er hat ein großes Geflecht und er hat sehr erfolgreich sich bisher meistens der Justiz entziehen können. British Aerospace heißt heute BAE Systems und ist einer der größten Rüstungskonzerne der Welt. Er produziert unter anderem Flugzeugträger, Kampf- und Verkehrsflugzeuge. Ein Milliardengeschäft. Mensdorf-Puy wird von Timothy Landon angeworben, um im Hintergrund Kontakte nach Österreich und Osteuropa zu knüpfen. Es ging dort gar nicht um den Verkauf von Waffen. Ich habe nie in meinem Leben eine einzige Waffe verkauft. Ja. Das ist nur eine schöne Story der Medien. Klar, die wollen da reißerische Sachen haben. Ich bin kein Waffenhändler, ich war nie Waffenhändler, aber es ist mir schon wurscht, was die da schreiben. Alfons Mensdorf-Puy hat weder ein abgeschlossenes Studium noch einschlägige Berufserfahrung in der Rüstungsindustrie. Das, was ihn für die Arbeit bei British Aerospace befähigt, sind seine Kontakte, auch zu politischen Netzwerken in ganz Europa. Und die wissen auch Firmen zu nutzen. Der Rüstungskonzern BAE Systems baut in den 1990er Jahren ein Netzwerk von Mittelsmännern auf, die über Briefkastenfirmen und Stiftungen Millionenbeträge im Umfeld von Waffendeals verteilen. Und einer der sogenannten Berater ist nun auch Alfons Mensdorf-Puy. In dieser Zeit werden die ersten Verwicklungen mit der Politik bekannt. 1993 kommt es im Parlament zu einer folgenschweren Unterhaltung zweier Abgeordneter. Ein ÖVP-Wehrsprecher macht einem SPÖ-Wehrsprecher ein Angebot. Beim Kauf eines Regierungsflugzeugs und mehrerer Hubschrauber über British Aerospace könnten 2% der Kaufsumme für die beiden Parteien herausspringen. Der ÖVP-Wehrsprecher weiß nicht, dass ein Aufnahmegerät mitläuft. ÖVP? Wir haben den Grafen. SPÖ? Welchen Grafen? ÖVP? Den Mensdorf. Die Justiz beginnt sich für den erwähnten Grafen zu interessieren. Der ÖVP-Wehrsprecher wird wegen verbotener Intervention zu 3 Monaten bedingter Haft verurteilt. Mensdorf-Puy wird freigesprochen. Er behauptet, er hätte keinem Wehrsprecher eine Provision bezahlt. Was er dort geredet hat, ist seine Entscheidung. Aber er hat nie eine gekriegt. Er hat auch sicher nicht gesagt, dass er eine gekriegt hat. Er hat vielleicht dem Herrn damals ja, gesagt, dass er vielleicht eine kriegt. Das weiß ich nicht. Ich war nie Politiker und ich habe nie taktieren müssen in solchen Sachen. Ja. Aber gekriegt
hat der sicher nichts. Auch wenn rechtliche Konsequenzen für den Grafen ausbleiben, so leidet seine frisch angetraute Ehefrau Maria Rauch-Kallert, damals Umweltministerin, unter den Folgen. Der Name ihres Mannes bringt politisch Nachteile für sie. Der Name seiner Frau jedoch Kontakte für ihn. Menstorf-Puy ist zu einer Zeit mit Frau Kallert zusammengekommen, als die am Höhepunkt ihrer Karriere war und Zugang zu dem höchsten Kreis, politischen Kreisen in Österreich hatte. Und natürlich auch zu guten Wirtschaftskreisen. Was Menstorf-Puy in eine weitere Affäre verwickelt. Im Herbst 2005 taucht erstmals das Virus H5N1 auf. Die Vogelgrippe droht die Welt in eine Pandemie zu stürzen. Maria Rauch-Kallert, damals Gesundheitsministerin, ordert rund 9 Millionen Grippeschutzmasken. Die Grippemaskenaffäre. Doch diese Masken sollten nie wirklich zum Einsatz kommen. Denn statt wie geplant im Frühjahr, trudeln sie aufgrund von Lieferengpässen erst im darauffolgenden Herbst ein. Der Staat bleibt auf den Masken sitzen. Der Preis pro Stück 55 Cent. Auf insgesamt 3,4 Millionen Euro beläuft sich der Kaufpreis. Die Firma, die zum Zug gekommen ist, ist der Medizintechnikhersteller Dräger. Das Problem? Dräger ist bei weitem nicht der günstigste Anbieter. Und der Ehemann der Gesundheitsministerin Alfons Menstorf-Puy soll genau im Jahr 2006 für Marktstudien für Dräger Technico 275.000 Euro erhalten haben. Mein Mann hat damals für Dräger Technico, also für eine andere Trägerfirma, ist die, die die Masken an die Supermärkte geliefert hat, in Ungarn gearbeitet, beraten, ausdrücklich nicht in Österreich. Wir waren da immer sehr getrennt in allen Bereichen. 2012 leitet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue und des Verdachts der Beihilfe zur Untreue gegen Rauch-Kallert und Menstorf-Puy ein. Maria Rauch-Kallert ist zu diesem Zeitpunkt bereits aus der Politik ausgeschieden und hat sich mit mehreren Beratungsfirmen selbstständig gemacht. Also für mich waren die Konsequenzen fatal. Ich hatte ja drei Firmen. Eine davon, bei einer dieser drei Firmen, haben sofort die amerikanischen Konzerne ihre Aufträge storniert. Ich habe mich daraufhin mit zwei anderen Geschäftsführern aus der Firma zurückgezogen, damit die Aufträge gerettet werden können. Wenn jeder primitive Journalist sich die Sache angeschaut hätte, hätte er gewusst, das sind zwei verschiedene Firmen, über die ein Konzern oben drüber ist. Ja? Ich hatte einen Vertrag mit der einen und das Gesundheitsministerium hat die Masken beim anderen Konzern gekauft. Die haben miteinander, außer dass eine Holding drüber ist, nichts zu tun. Und niemand von denen kennt hier jemanden und umgekehrt. Ja? Also alleine, wenn Sie sich die Struktur an, nur Träger und dann gleich eine Schweinerei schreiben, ist ein bisschen wenig. Das Nachrichtenmagazin Profil bringt den Fall 2012 ins Rollen. Rauch-Kallert klagt das Blatt. Am Ende einigen sich die ehemalige Ministerin und das Magazin auf einen Vergleich. Profil zieht die Vorwürfe zurück, die Ermittlungen werden eingestellt. Menstorfs Verbindungen von Wirtschaft zur Politik bringen also schon wieder Mühsal mit sich. Doch wo werden die Grenzen gezogen? Und vor allem, was ist Lobbyismus überhaupt? Die Lobby ist die Vorhalle der Macht. In den Wartehallen, auf Englisch Lobbys, von Parlamenten oder Kongressen tummeln sich schon immer Vertreter von Wirtschaft, Kirche oder der Gesellschaft, um mit den Politikern ins Gespräch zu kommen. Lobbying ist dann eigentlich das, wo ein Unternehmen sagt, ich habe jetzt einen Wunsch, ich möchte gerne bei einem Gesetzgebungsverfahren mitdiskutieren, das gerade jetzt im Laufen ist oder im Regierungsprogramm drin steht, dann bin ich im Bereich Lobbying. Und da holt man sich externe Berater sehr wohl herein, weil das eben auch ein Wissen ist, das man oft im Unternehmen nicht hat oder das man auch nicht ständig im Unternehmen haben will.
Unter Lobbyismus versteht man die Beeinflussung von politischen Entscheidungen durch Personen, die nicht an diesen beteiligt sind. Verboten ist es allerdings, einen ungebührlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung eines Amtsträgers für Geld zu nehmen. Auffallend oft zieht es ehemals hochrangige Mitglieder der Politik in Unternehmen, die Lobbying betreiben. Die Kontakte, die man während der Amtszeit gewonnen hat, lassen sich im Dienste neuer Auftraggeber vergolden. Expertise und Branchenerfahrung werden mit lukrativen Netzwerken kombiniert. Das ist in Österreich an sich völlig legal. Wenn man überprüfen will, ob jemand Lobbyist ist, dann würde ich sagen, gibt es drei Kriterien. Das erste ist, gibt es schriftliche Unterlagen? Ja, nein. Hat es Geldflüsse gegeben? Wenn es Geldflüsse gegeben hat, dann kann das nicht mehr legale Interessensvertretung gewesen sein. Und ist es glaubwürdig, dass die Person tatsächlich irgendwie an politischen Entscheidungen mitgearbeitet hat? Also hat sie die Erfahrung einfach. Mensdorf-Pui ist demnach gar kein Lobbyist. Und laut Eigendefinition ist er bloß Landwirt und gut vernetzter Berater. Anfang der 2000er Jahre ist eine weitere Affäre im Anflug. Der größte Rüstungsdeal der Zweiten Republik und ihr größtes Justizdebakel. Die Eurofighter-Affäre. Die Eurofighter-Affäre beschäftigt die Justiz und das Parlament seit 20 Jahren. Alles begann 1999. Brigadier Josef Bernecker ist damals Chef der Luftabwehr und fordert zeitgemäße Nachfolger für Österreichs veraltete Draken. Österreich ist als neutrales Land laut Verfassung dazu verpflichtet, den eigenen Luftraum rund um die Uhr zu sichern. Und so wird im Oktober 2001 die Ausschreibung über neue Kampfflugzeuge für das Bundesheer veröffentlicht. Drei Konkurrenten legen im Jänner 2002 ihr Angebot vor. Die schwedische Firma Saab mit ihrem Modell Gripen. Aus den USA bietet Lockheed Martin seine F-16 an. Und das britische Konsortium der Firma EADS, British Aerospace und Leonardo gehen mit ihrem Eurofighter an den Start. Im Hintergrund ist es so, dass British Aerospace sowohl bei Eurofighter wie auch bei Gripen beteiligt war. Bei Gripen waren es 40%, bei Eurofighter nicht deutlich weniger. Und anscheinend hat man sich bei British Aerospace ausgerechnet, dass man mit dem Eurofighter deutlich mehr Geld verdienen kann beim Verkauf als mit den Gripen und hat deswegen zuerst Mensdorf-Pui auch beauftragt gehabt, für die Gripen zu lobbyieren und dann später umgeschwenkt und ihnen den Auftrag gegeben, sich für den Eurofighter einzusetzen. Weil keiner der Anbieter alle Muss-Kriterien erfüllt, kommt es zu einer zweiten Ausschreibung. In der fällt das Kriterium, das Eurofighter nicht erfüllen kann, weg. Nämlich eine Zwischenlösung bereitzustellen, bis alle bestellten Kampfflugzeuge geliefert werden können. So heißt es offiziell. Es gibt aber auch eine andere Version der Geschichte. Und die sieht Alfons Mensdorf-Pui in einer wichtigen Rolle. Er soll mit aggressiven Zahlungen an Entscheidungsträger dafür gesorgt haben, dass die erste Ausschreibung zurückgezogen wurde. Das geht aus einem Schreiben hervor, das er 2003 selbst an seinen Auftraggeber British Aerospace gerichtet haben soll. Ein Schwachsinn. Ich weiß gar nicht, wie dieses Papier zustande gekommen ist. Möglicherweise hat da irgendjemand was runterdiktiert, damit man sich wichtig macht. Das habe ich schon vor Gericht gesagt. Ja? Ich glaube, ich habe es nicht diktiert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber irgendjemand wird das herunterdiktiert haben. Ja? Ja, Papier, sinnloses Papier. Aber dann haut man sich drauf. Weil das ist das Einzige, was man hat. Und das ist dann ja ganz angenehm, dass man da ein bisschen Wirbel machen kann. Nicht? Am 2. Juli 2002 verkündet ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel jedenfalls die Entscheidung. Der Eurofighter erhält den Zuschlag. Wir haben uns dann gemeinsam letztlich für ein Projekt entschieden, das die weitreichendste Zukunftsdimension hat. Nach mehreren Nachverhandlungen werden unter dem SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabosch 2007 statt den ursprünglich 18 schließlich nur 15 Eurofighter geordert. In technisch reduzierter Version. Doch schon bevor der erste Kampfflieger in Österreich ankommt, häufen sich die Berichte über seine Mängel. Zum Beispiel fliege er langsamer als beworben. Bei Dunst und Temperaturen unter 5 Grad dürften die Flieger nicht starten. Oder ein Konstruktionsfehler am Hinterteil würde die Lebensdauer halbieren. Jetzt hatten wir dann extrem
hochwertige Flieger, die aber alles, was quasi das Equipment betrifft, deutlich reduziert waren, sodass wir am Schluss die eigentliche Aufgabe der Luftraumüberwachung nur noch sehr schlecht wahrnehmen konnten. Das ist aber nicht dem ursprünglichen Hersteller geschuldet, sondern diesen vielen politischen Kleinkriegen, die danach stattgefunden haben, sodass wir am Schluss mehr gezahlt haben, als wir gemusst hätten, inklusive Korruption, die wir uns selbst bezahlt haben und dafür dann ein Gerät gekriegt haben, mit dem das Militär alles andere als glücklich war. Wie die Entscheidung zustande kam, beschäftigt die Gerichte seit 20 Jahren. Heute vermutet man, viele Millionen Euro wurden zur Beeinflussung von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern verwendet. Zurück ins Jahr 2002. Der hohe Kaufpreis wurde damals unter anderem mit sogenannten Gegengeschäften gerechtfertigt. Das Doppelte des Kaufpreises sollte an Aufträgen in die österreichische Wirtschaft zurückfließen. Das Konzept der Gegengeschäfte hat ein bisschen was wie Voodoo-Ökonomie. Hausnummer, das Produkt kostet 1 Milliarde Euro. Ich garantiere dir 200% davon als Gegengeschäfte. Das heißt, aus meinem Konzern werden dann im Wert von 2 Milliarden Euro Produkte gekauft werden. Jetzt steht im Raum, dass einige Unternehmen diese Unterschrift geleistet haben im Gegenzug für Geld. Und dieser Verdacht, der beschäftigt diesen Rüstungsdeal seit vielen, vielen Jahren. Gegengeschäfte sind eine Einladung zur Korruption und sind nicht nachvollziehbar in der Praxis. Das heißt, das heißt so viel wie alle Geschäftemacher dieser Welt anzulocken. Bitte macht ein Geschäft auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Mensdorf Pouilly war über ganz viele Personen indirekt involviert. Also wir haben einige Unternehmen gesehen, wo er mit diesen Unternehmen auch Geschäfte gemacht hat, die direkt Provisionen erhalten haben für die Gegengeschäfte. Und er war einmal ganz definitiv direkt involviert, nicht mit seiner Broadman, wo er insgesamt 2 Millionen Euro für Gegengeschäfte verrechnet hat, die, und das konnte man beweisen, nie stattgefunden haben. Das ist eine reine Lüge. Ich habe überhaupt keine Rolle gespielt, sondern der, für den ich Treuhänder in Österreich war, der in England gelebt hat, der mit British Aerospace intensiv zusammengearbeitet hat, der Tod und Teufel auf der Welt nicht in Österreich gekannt hat, ja, der hat an irgendwelchen Kompensationsgeschäften teilgenommen. Ja, und der hat auch dafür Geld bekommen. Tim Landon gründete 1999 mehrere Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln. Die sollen auch im Einflussbereich von Mensdorf gestanden haben. Briefkastenfirma. Unternehmen ohne Geschäftsbetrieb. Dient ausschließlich den wirtschaftlichen Zwecken eines Hintermannes. Ich habe keine einzige gehabt. Das hat alles der Tim Landon gehabt in seinem ganzen Konstrukt. Da waren auch jede Menge Briefkastenfirmen. Ich glaube, ich war einmal an irgendeiner beteiligt oder irgend so etwas. Ja. Aber diese große Versteckspielerei mit Briefkastenfirmen habe ich nicht gebraucht. Ja. Das war so. Ja. Das war auch damals gar nicht verboten. Ja. Briefkastenfirmen sind nichts Illegales. Doch es steht bis heute im Raum, dass im Eurofighter-Komplex über viele Briefkästen Schmiergelder geflossen sind. Und so soll es zum Beispiel gelaufen sein. Eine Londoner Briefkastenfirma war dabei, ein Dreh- und Angelpunkt. Die Vector Aerospace, LLP. EADS soll mittels Scheinverträgen rund 93 Millionen Euro an Vector überwiesen haben, wobei der größte Teil davon, nämlich 84 Millionen Euro, angeblich als eine schwarze Kasse eingerichtet wurde. Zu welchem Zweck genau, ist bislang unklar. Davon landeten 2 Millionen Euro auf dem Konto einer Gesellschaft, welche die WKStA dem Einflussbereich Mensdorf Pouillys zurechnet. 1,7 Millionen Euro soll er persönlich entgegengenommen haben, in bar. Wo das Geld tatsächlich landete, konnten die Gerichte noch nicht vollständig klären. Er hat ja sehr, sehr viel Leidenschaft gehabt für Barzahlungen. Einerseits kamen Gelder, wo man nicht wusste, wo sie her sind. Auf der anderen Seite gab er dann auch dieses Geld bar weiter und das wurde teilweise in Bauchtaschen dann bis nach Dubai transportiert.
Und als man dann gefragt hat, woher das Geld kam und wofür es gedacht war, konnte er sich nicht mehr erinnern. Ich habe alle Bestätigungen, wer dieses Geld übernommen hat. Ja? Also für so deppert braucht man burgenländischen Bauern nicht halten, dass er da mit dem Nylonsackel herumrennt und sich da nicht eine Bestätigung geben lässt von seinem Auftraggeber oder vom Übernehmer. Drei parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Ermittlungen in mehreren Ländern liefern Indizien dafür, dass bei der Entscheidung für die Eurofighter Schmiergeldzahlungen im Spiel waren. In Österreich kommt es jedoch zu keinen Anklagen. Ich habe über 15 Jahre Beweise in der ganzen Welt gesammelt. Und aufgrund unserer Beweise hat es Urteile gegeben. In München, in Washington wird in Rom erfolgreich ermittelt. Nur in Wien geht nichts weiter. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass viele Jahre lang nur ein einziger Staatsanwalt an dem komplizierten Verfahrenskomplex arbeitete. Viele Vorwürfe sind inzwischen verjährt. 2019 übernimmt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Ermittlungen. Wie das Eurofighter-Verfahren im Jahr 2019 der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft übertragen worden ist, ist es bereits seit 8 Jahren bei der Staatsanwaltschaft Wien anhängig gewesen. Sie können sich vorstellen, es ist ein sehr komplexes und umfangreiches Verfahren gewesen. Es waren insgesamt 70 Umzugskartons mit zahlreichen Dokumenten, insgesamt 55 Terabyte an Daten. Und wenn man hier wieder eine Dimension haben will, 1 Terabyte an Daten sind rund 1,6 Millionen Dokumentenseiten oder 250.000 Fotos. Das muss man jetzt nur mal 55 rechnen, dann kann man sich vorstellen, wie umfangreich dieses Verfahren war. Das letzte Wort in der Eurofighter-Affäre ist noch nicht gesprochen. Von den im Raum stehenden Vorwürfen konnte Menstorf-Pouilly bis jetzt nichts nachgewiesen werden. Womöglich wegen eines Talents, das er beherrscht wie vielleicht kein zweiter. Die hohe Kunst des Tiefstapelns. Im Untersuchungsausschuss tritt Menstorf-Pouilly als einfacher Landwirt auf. Also entweder verkauft er alle für blöd oder nur den Untersuchungsausschuss. Im Eurofighter 3-Untersuchungsausschuss hat er mehr oder weniger gesagt, er weiß das einfach gar nicht mehr und er weiß eigentlich überhaupt sehr wenig. In der Frage, ob er sich in irgendeiner Form in diese politischen Entscheidungsprozesse eingebracht hat, hat er sich selbst als kleinstes der kleinen Würstchen beschrieben. Und man hat überhaupt den Eindruck gehabt, er weiß überhaupt noch sehr wenig, was er in seinem ganzen Leben überhaupt so getan hat. Ob das dann stimmt, weiß ich nicht, aber seine Kunden werden schon sehr zufrieden sein damit, dass sie hier einen Geschäftspartner haben, der sich eigentlich an wenig bis gar nichts erinnern kann. Er hat alles daran gesetzt, als Person wahrgenommen zu werden, die nicht ernst genommen werden kann. Das ist alles ein Kasperltheater für die Journalisten, die dort sitzen. Die wissen ja, am Anfang von jedem Untersuchungsausschuss wissen sie, was am Schluss rauskommt. Kostet Millionen und Abermillionen. Das müsste man sich einmal anschauen. In Wahrheit ist er als Person extrem strategisch und spielt eine Rolle und versucht mit dieser Rolle all die Dinge vom Tisch zu wischen, die einfach ganz offensichtlich sind. Er ist viel zu gescheit und viel zu intelligent als den Graf Bobby, den er so gerne gibt und den er so gerne spielt, auch wirklich zu verkörpern. Ob Strategie oder nicht, nachweisen konnte man Menstorf-Pouilly die großen Vorwürfe bisher noch nie. Einer, der Menstorfs Wege zu den Befragungen in U-Ausschüssen und zu Gericht seit vielen Jahren begleitet, ist Peter Pilz. Kommen Sie extra her? Ja, nur wegen Ihnen. Wirklich? Nein, aber ich kann mir das nicht entgehen. Das ist aber nett. Ja, ich hoffe, Sie legen ein reuevolles Geständnis ab. Das ist eine gute Hoffnung Ihrerseits. Die möchte ich mir behalten. Bitte. Das Gefängnis bleibt ihm trotzdem nicht erspart. Nach einer Anzeige von Peter Pilz wegen Falschaussage vor dem U-Ausschuss wird Menstorf-Pouilly 2009 verhaftet. Er bleibt 5 Wochen in Untersuchungshaft im Landl, dem Landesgericht Wien, und trifft dort alte Bekannte. In der Früh habe ich im Teletext gelesen, dass der Julius Meindl da ist. Und dann sind 2 Justizwachebeamte vom Nachtdienst gekommen. Und dann sagen die zu mir, na, kennen schon den neuesten Witz? Sag ich, nein. Sagt der eine, der Meindl und der Elsner gründen im Landl eine Bank. Und der Menstorf kassiert die Provision. Und der Witz war, innerhalb von 11 Stunden war der erfunden. Ja. Im Jahr darauf wird er auch in London verhaftet
und sitzt dort 5 Tage in Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Verwicklung in Bestechungsvorgänge für BAE Systems. Das war die finanziell ertragreichste Woche meines Lebens, weil ich habe für 5 Tage habe ich eine Entschädigung vom englischen Staat von 463.000 Pfund bekommen. Wenn ich das gewusst hätte, ich wäre 4 Wochen geblieben, 5 Wochen, wenn ich pro Woche 400.000 Pfund kriege. Ja? Von der Eurofighter-Affäre bleibt bislang für Mensdorf-Puy nur eine bedingte Haftstrafe von 2 Monaten wegen Beweismittelfälschung übrig. Doch die Geschäfte florieren. Über Alfons Mensdorf-Puys Gesamtvermögen ist wenig bekannt. Dass er mit diversen Deals Millionen verdient hat, ist aber kein Geheimnis. Der Wald da drüben ist Ungarn schon. Ist gerade auch in Ungarn hier. Und dann ist der Berg ist Ungarn und das Tal gehört alles noch zu mir. Und das geht dann hier rundherum. Und die Jagd haben wir dann noch in den anderen 2 Gemeinden noch dazu. Sein Geld investiert der passionierte Jäger auch in ein Jagdschloss in Schottland, das wiederum als diskreter Schauplatz für allerlei Geschäftsanbahnungen dienen soll. Zum Beispiel in der sogenannten Blaulichtfunk-Affäre. Worum ging es dabei nochmal? Dazu ein kurzer Blick ins Jahr 1999. Damals soll die Kommunikation der österreichischen Strafverfolgungsbehörden und Rettungskräfte modernisiert werden. Es laufen Pilotversuche zu einem digitalen und abhörsicheren Funksystem für Feuerwehr, Rettung und Polizei, also für alle Blaulichtbehörden. Im Herbst 2001 schreibt das Innenministerium unter dem Projektnamen Adonis einen Auftrag für dieses Blaulichtfunksystem aus. Den Zuschlag erhält das Konsortium Mastertalk, bestehend aus Siemens, den Wiener Stadtwerken, der Raiffeisenzentralbank und dem Verbund. Die Bietergruppe Tetratel, an der auch Motorola und die Telekom Austria beteiligt sind, geht leer aus. Das war damals eine Goldgräberstimmung. Das war die Zeit, wo dann die Leute gewusst haben, die großen Unternehmen, jetzt ist die Chance, um den Grundstein für Erfolg in der Zukunft zu legen. Und die Telekom Austria hat das halt mit nicht legalen Mitteln gemacht. Kurz nachdem die ÖVP 2002 als Sieger aus vorgezogenen Neuwahlen hervorgegangen war, kommt es angeblich zu Treffen zwischen dem damaligen ÖVP-Innenminister Ernst Strasser und Alfons Mensdorf-Puy. Im Laufe des nächsten Jahres trifft man sich auch bei gemeinsamen Jagdwochenenden in Luising. Die Kosten für 2 Jagdausflüge übernimmt die Telekom. Gernot Schießler ist damals im Vorstand der Telekom und bucht Jagdausflüge für Kunden und Entscheidungsträger bei Mensdorf. Später sollte er zum Kronzeugen in einem großen Prozess um dubiose Machenschaften in der Telekom werden. Jeder wollte dorthin, ja? Weil es halt der Inner Circle der Macht einer gewissen Generation ist. Ja? Und jeder versucht, sich um diese Leute zu scharren. Und das sind dann halt unterschiedliche kleine Zirkel und die werden immer mächtiger, weil jeder will dort zu denen hin. Im Juni 2003 sorgt das von Ernst Strasser geführte Innenministerium dafür, dass der Auftrag gecancelt wird. Die offizielle Darstellung lautet, es habe bei Mastertalk technische Mängel, mangelhaftes Projektmanagement und fehlende Finanzierungsnachweise gegeben. Allerdings wird schon damals für möglich gehalten, dass es zu Bestechung gekommen sein könnte. So behauptete es zum Beispiel Peter Pilz. Mastertalk bestreitet die Mängel und zieht vor Gericht. Am Ende des Verfahrens zahlt die Republik knapp 30 Millionen Euro Schadenersatz an das ausgebotete Konsortium. Denn den Auftrag bekommt nun das Konsortium rund um Motorola und Alcatel. Die Telekom verdient an dem Deal rund 48 Millionen Euro. Für seine Beratungsleistungen bezahlt die Telekom Mensdorf-Puy 1,1 Millionen Euro. Jahre später und auf Umwegen über ein Projekt in Osteuropa. Über diese Praxis sagt der ehemalige Telekom-Manager heute: Gut, es wurden bei uns falsche Rechnungen ausgestellt, ja, weil wir nicht wollten, dass es jeder mitbekommt. Wenn man mich rückwirkend fragt, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das so gemacht? Nein, natürlich nicht.
Wir haben alle nichts angestellt. Das war damals so. Und der Anteil der Republik an dieser Firma hat mit 48 Millionen netto verdient. Ja, ich habe oft genug gesagt, für 1 Million Honorar, ich hätte es gerne jede Woche einmal gemacht. Und dieser Konzern hätte es auch gerne jede Woche einmal gemacht. 2009 verlangt das Bundeskriminalamt von der Telekom eine Erklärung zu den 1,1 Millionen Euro für Mensdorf Pouilly. Daraufhin wird eine interne Untersuchung durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass man keine Leistung für das bezahlte Honorar nachweisen kann. Die Frage, was war seine Leistung? Seine Leistung war, man hat den Auftrag bekommen und die Wertschöpfung fürs Unternehmen gehabt. Hätten wir es ganz normal bezahlt, hätten wir es ganz normal bezahlt. Und dann wäre irgendwann einmal aufgekommen, gut, warum steht der auf der Gehaltsliste oben, dann hätte man sich gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Egal am Ende des Tages. Ja. Aber nein. Ja. Und ich bin da reingekommen, um das abzuwickeln, was Jahre vorher war. Und gesagt, gut, ist eigentlich, glaube ich, nicht gescheit, wenn man dem Ali Mensdorf das nicht zahlt und ihn da jahrelang vertröstet und findet man halt irgendeinen Titel und alle sind happy. Ich verstehe schon, dass ein Gericht in Österreich das nicht versteht. Aber wenn ein paar Telefonate genügen, damit der oberste Chef von Motorola, der ich weiß nicht, wie viele 100.000 Leute auf der Welt beschäftigt, entscheidet, in Österreich passiert es so, wie das die österreichische Telekom wollte, weil das auch möglich war, ist es passiert. Ja? Und diese Kontakte habe ich auch zu Geld gemacht. Die Blaulichtfunkaffäre ist Teil der Telekom-Affäre, in der es um zahlreiche dubiose Geldflüsse im Umfeld der Telekom ging. Als Kronzeuge bekommt Gernot Schießler eine Geldstrafe, die er heute noch zurückzahlt, während andere Involvierte laut ihm ungeschoren davon kamen. Und ich habe am Schluss jetzt vor einem Jahr unser Familienhaus noch verkauft, um der Telekom nochmal Geld geben zu können. Ich habe in Summe zwischen 700.000 und 800.000 Euro bezahlt. Ich bin in die Privatinsolvenz gegangen oder in die Insolvenz als Gewerbetreibender. Und die Antwort der Telekom war, dass sie mich auf weitere 11 Millionen Euro verklagen. Mensdorf Pouilly muss sein Honorar zurückzahlen und wird als Beitragstäter zu Untreue zu 3 Jahren unbedingter Haft verurteilt. Wenn das fertig ist, muss ich was arbeiten gehen, statt Interviews geben. Nach der Berufung bleiben letztendlich noch 8 Monate, die er 2018 mit einer Fußfessel in Luising verbringt. Ich fand das rührend von der Republik, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben hat. Ich fand das rührend. Die hätten ja auch sagen können, nein, du Hund, du gehst da hinein, das brauchen wir. Ich weiß auch, dass es Leute gegeben hat in der Justiz, die gesagt haben, na, den müssen wir sitzen lassen, die Leute müssen sehen, dass wir die Sau eingesperrt haben. Die ewige Jagd. Seit fast 30 Jahren beschäftigen die Affären rund um Mensdorf Pouilly nun die Justiz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt noch immer in der Eurofighter-Affäre. Anfang 2022 hat sie nun Anklage gegen Alfons Mensdorf Pouilly erhoben. Zweiter Strafantrag wurde Anfang dieses Jahres von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beim Landesgericht für Strafsachen Wien eingebracht, wo es darum geht, dass ein Rüstungslobbyist über Scheinverträge Gelder sich zukommen haben lassen soll, beziehungsweise Gelder an ihm nahestehende Unternehmen. Und da geht es um einen mutmaßlichen Schaden in der Höhe von 2 Millionen Euro. Vielleicht geht er beim aktuellen Verfahren ja zum letzten Mal zu Gericht. Ich glaube, diese Person des Mensdorf, die ist schon einmalig. Das ist schon fast eine Kunstfigur. Aber Korruption, das gibt's immer. Er spielt immer seine Rolle. Und ich glaube, in dieser Rolle war er jahrzehntelang erfolgreich. Und wir müssen uns fragen, wie lange wir uns das auch als Gesellschaft leisten können. Man sucht seit 16 Jahren. Verstehen Sie? Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, entweder sind die alle botschert, ja, oder faul, ja,
oder finden sie halt nichts. Entschuldigen Sie, entweder hat es was oder hat es nichts. Und wenn von weiß ich wie viele Firmen nur mehr fünf überbleiben und davon ist eine der Menstorf, na dann kann ich ja wirklich nur lachen, weil ich habe mit dem wirklich nichts zu tun gehabt, wirklich nichts. Menstorf-Pouilly ist so ein Fall einer langsam malenden Justiz. Ich weiß nicht, was rauskommt im Strafverfahren, weil schon in einem Strafverfahren es zu einem für mich überraschenden Freispruch gekommen ist. Ich hoffe, dass über Menstorf-Pouilly ein Teil der Affäre Eurofighter aufgeklärt werden kann. Ich gebe diese Hoffnung nicht auf. Für Alfons Menstorf-Pouilly spielt das alles keine große Rolle mehr. Er ist 68 Jahre alt und könnte sich längst zur Ruhe setzen. Genug verdient hat er ja. Und seine Geldquellen sind noch nicht versiegt. Meine Reputation in Österreich, ja, die ist im Arsch. Aber international habe ich sie mir erhalten. Also da habe ich keine Angst, verstehen Sie? Angst hat er vielleicht nur vor dem Gang zum jüngsten Gericht. Wie denkt er, dass man dort über ihn urteilen wird? Das werde ich mir genau anhören, was der liebe Gott sagen wird, wenn ich vor ihn trete. Er wird nicht nur Gutes sagen, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass die vielen durch fast jetzt schon Jahrzehnte niederprasselnden Anschuldigungen, die werden ihn relativ wenig interessieren, sondern es wird ihn eher das interessieren, was ich persönlich gemacht habe. Wir müssen sie da.